Hallo und herzlich willkommen zurück zum vierten Part vom Stürmen der Top 4. Entschuldigung. Froschmalz. Hier geht's tief runter. Melanie hieß sie. Verdammt, jetzt wo ich gegen sie kämpfe, fällt sie mir wieder ein. Gegen Melanie. Mit was beginnt sie? Mit Nachtara, meine ich. Hier tiefer Abgrund und sie hat halt Unlicht-Pokémon. Ich bin Melanie, Nummer 4, der Top 4. Du heißt Alexa? Sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Und sie sind wirklich stark. Glaubst du, du kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich amüsieren. Auf geht's! Okay, das letzte Top-4-Mitglied. Eine Frau in einem kurzen Rock mit blonden, mit extremst blonden Haaren. Ja, Nachtara, mach dir mal nicht ins Hemd. Der Beißer kommt und der Beißer macht erstmal einen Schwertanz. Oh, bist du toll! Kassier's mit dem Überroller. Kühl dich erstmal ab. Nee, mit Sandwirbel. Soll ich mal kurz Ton aus bei mir? Sandwirbel, da wollen wir gar nicht erst anfangen. Und mit Hundemon wollen wir auch gar nicht erst anfangen. Und lässt mir hier unser iPad raus. iPad LP. Na okay, ein Flammenwurf. Und gut, wir brennen nicht. Das wäre es ja noch gewesen, wenn wir jetzt gebrannt hätten. Ja. Erdbeben besiegt Hundemon. Damit hat iPad auch mal so einen Gegner in der Liga besiegt. Oder hat er nicht sogar schon einen besiegt? Ich weiß es echt nicht. Die Flor. Komm mal in der Loa rein. Die Flor ist übrigens gar kein Unlicht-Pokémon. Es ist einfach nur Normal-Typ-Pflanze. Also nicht Normal-Pflanze, sondern einfach nur Pflanze. Nee, komm, keine Lust jetzt auf Anziehung. Anziehung mache ich gegen Siegfried. Oder noch Donnerwelle. Mit richtigen Nerven. So richtig annoying shit, man. Dann bräuchte ich noch 6-mal Blitz. So annoying shit wie hier seine Stachelspore übrigens. Och, Mondschein! Wattenarsch. Backenarsch. Okay, Mauna Loa werden wir jetzt für diesen Kampf eh nicht mehr benötigen. Das heißt, wir können ihn rausnehmen und dann gleich einfach einen Hyperheiler drauf werfen. Ja, dann geht's dem auch wieder besser. So, Gengar. Ich würde lieben gern iPad einwechseln und dann ein Erdbeben raushauen. Problem ist allerdings, dass erstmal mein Ton zu laut ist. So, mein Problem ist allerdings, dass die KP und Gengar ist shit schnell. Und ich habe keine Lust, dann von dem einfach mal ausgenockt zu werden. Schlecker wird mich wahrscheinlich paralysieren. Oder auch nicht, habe ich mal Glück gehabt. Ja, gegen Quappo weiß er nämlich nichts einzusetzen. Seine Geistattacken sind jetzt nicht so der Burner. Die sind der Burner. Ah, hier. Luxus zum Löffeln. Ja, wie werbeorientiert bin ich eigentlich? Ja, mache ich eine Runde Groll. Ist mir so ein Scheißegal. Ah, vor allem nur mit 2 gesungen. So, der eisige Punch. Und als letztes. Ach komm, wir bleiben einfach mal drin.
Ja, wir möchten drin bleiben mit unserem Satoshi. Ramorx. Kriegt jetzt auch erstmal ein Icy Bub. Ebenfalls eine sehr, sehr nette Effektivität. Ja, Finte ist jetzt, glaube ich, nicht allzu effektiv. Ah, noch was anderes. Gengar ist auch kein Unlicht-Pokémon. Gengar ist Geistgift. Das heißt, zwei von ihren fünf Pokémon sind gar kein Unlicht-Pokémon. Nun, du bist gut. Das gefällt mir an einem Trainer. Gib mir euer Money. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil. Du weißt, was wichtig ist. Schreit voran, der Champ wartet. Der Champ kann warten, und zwar einen ganzen Part. So. Hyperheiler. Und Hypertrank. Hätte ich gar nicht so viel Hypertrank gebraucht. Fällt mir eben so auf. iPad wird jetzt nicht... wird jetzt keine wirklich große Rolle spielen. Im Endkampf. Einfach weil... Siegfrieds Drachen-Pokémon. Sind alle Drache-Flug. Und... wenn du mal guckst bei Drache-Flug... was da effektiv... was da noch... was abzieht. Ist Sternschau oder Schlitzer. Schaufel und Erdbeben hat ja gar keine Effektivität. Trotzdem kommt... ich kann nach vorne. Gen. Wir sehen uns dann mal bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao.